ihr seht es, wie das einfach ist. Mega. Schaut uns drauf aus. Los geht's, jetzt fahren wir Kirchberg rein, unsere Bikes anbauen, was da gekommen sind. Warum Kirchberg rein, werde jetzt jeder fragen. Weil da drin haben wir Platz, ja. In Wörgler raus ist bei uns alles schon recht voll. Da haben wir eine kleine Logistik zum Betreiben. Und es sind jetzt drei Pakete gekommen, haben sie uns gesagt. Und ja. Riesenpakete. Riesenpakete, und die schauen wir uns jetzt einmal an, was da so drin ist. Also, bleibst dabei, kurze Fahrt mit dem Auto und dann geht's los. Unboxing the Bike 2019. Kurzen Zwischenstopp beim Hofer. Was gibt's bei dir? Mit vollem Mund spricht man den. Ja. Italienisch. Irgend so ein Pizza-Baguette. Mm. Ja, gut. Lecker. Weil zum Ralzen ja. Braucht man Kraft. Genau, braucht man Kraft. Und für uns gibt's Talqual Vanillemilch. Und auf geht's. Nimm mal was lang. Man gespannt ist, also was da ist, viele Leute sagen mit dem Unboxing, Bike aus dem Internet oder wie wird das verschickt oder wer kriege ich das oft. Also wir machen das jetzt auch ungeschönt. Wir gehen jetzt hier zu diesen Boxen, was wir da gekriegt haben, packen das Ganze einmal aus, schauen, wie das ausschaut. Und probieren es wirklich nur mit dem Tool, was im Rucksack ist, zusammenschrauben aufs Notwendigste. Weil kleine Modifikationen wie Vorbau und sowas nehmen wir dann noch vor. Aber theoretisch sollte das möglich sein. Und da hoffen wir das Beste, wenn es geht. Also ich habe jetzt alles mit, ich habe sogar einen Tags mit, weil es jetzt Standard langsam geworden ist. Hoffentlich läuft das mit denen alles. Und ja, verpackt das Ganze aufs Dach auf für ein Radl im Sinn. Und eins kommt da ins Auto rein. Genau. Ja, viel Platz haben wir nicht, weil wir jetzt zurückgeschaut, sonst seht ihr es. Aber wir legen alles um, Vorderrad knapp raus und dann probieren wir das einfach einmal. Genau. Was haben wir da? Drei riesen Pakete. Wow. Ich hoffe mal, dass was drin ist, auch. Ja, hoffentlich. Schaut danach aus. Soda! Sind wir da? Garage Inc. kann man sagen, der Metallica irgendwo im Hinterhof am Sonntag in Kirchberg. Erstes Paktel. Gehen wir es einmal los mit dem Essen, oder? Dann wollen wir das Paktel machen. So, erstes offen. Und schaut schon relativ brauchbar aus. So, wie ihr seht, ist relativ gut verpackt schon. Und probieren wir das einmal außerhin. Ja. Gut. Schauen wir da mal das Klasse drin. Dann haben wir das mal. So. Ich hoffe, ihr seht es, wie das einpackt ist. Mega. Schaut uns drauf aus, ist schon gut einbaut. Nichts, weil es trotzdem gibt für die Kiste, oder? Das EWMW mit leichter Motorunterstützung. Mit einem Shimano-Motor. Wow! Schaut richtig, richtig cool aus. Und wie ihr seht, vom ganzen System her, es ist eigentlich kaum mehr was zu machen. Es ist eigentlich längst noch ein bisschen zum Auftragen, Farbe ein bisschen zum Umdrehen. Und das war es eigentlich. Ist verpackt, ja. Relativ cool verpackt. Wie ihr seht, ist er super umdrehen, hat keine Stellen, hat keine gar nichts. Also keine Steuerstellen und keine Schlagstellen. Oh, das Lacht ist eigentlich richtig cool, ein richtig cooles Bike. Wow. Man kann, stößt die Kamera bitte auf einmal. Einpacken, unterpacken und das fertig machen. Und dann das nächste Video, was wir machen, die kleinen Sachen sind dann die Modifikationen, was noch stehen. Das heißt, wenn wir natürlich die Höhe verändern von der Gabe, also vom Vorbau, Price und ja, wie gesagt, volle. Wir natürlich auch die Megabikes, haben uns jetzt echt schon drauf gefreut. Ein ganzes Becken an Zubehör, haben wir noch in Ruhe mal schauen. Sehen wir uns da hier hoch, was die Zubehör drinnen. Ja, das ebenfalls auch so. Schauen wir uns einmal um. Wir haben ein bisschen Eindruck schon in die Garage. Draußen wird es echt schon relativ kühl. März in Tirol ist es ungefähr wie mit Dezember in Sibirien gefüllt. Da seht ihr das Ganze jetzt, so schauen sie aus. Was jetzt bevorsteht, was wir machen werden, wir werden jetzt
da diese ganzen Schrauben noch einstellen mit Vorbau etc. für den Transport, beziehungsweise wenn wir wirklich Ihr Bike ins Auto legen und mein Bike in Rahmengröße L aufs Auto raufbauen. Recht cool ist das Ganze, dass man da den Akku, kann man ja durchschauen, relativ gut im Unterrohr klemmen, kurz kann man das Bike auch super transportieren. Hat eigentlich keine so Schwierigkeiten. Ja, wir freuen uns voll. Also wirklich gewaltig, oder? Schon über Weihnachten und so. Und besser. Werden heuer diese Thruride Inca auch ein bisschen auf E-Biken auslegen. Also da kennen wir sicher ein paar Geschichten mit E-Bike. Was ist mit E-Bike möglich? Alpine Sachen mit E-Bike macht es Sinn. Und Conway hat uns da stark unterstützt und das freut uns auch voll. Sehr. Weil wir da wirklich Einsatzbereiche haben mit den Bikes. Und hoffen da natürlich das Beste. Weil wir das Beste daraus machen, gell? Ja. Und eine Woche wird es wahrscheinlich schon losgehen mit dir. Auf jeden Fall. Ohne Pedale, ohne allen, ich gucke schon, ob es gerade drauf ist, der Fully ist, das ist gar nicht gewöhnt, dass das von hinten fehlt, ich fahre da über diese Hardtails, das kennt ihr irgendwie komisch, aber naja, die Selbstverwirklichung von den Leuten ist halt irgendwie da. Ja. Haben wir echt, das ist, also auch schon, wie du musst jetzt, das ist mega. Ich schlafe, glaube ich, heute drauf. Haben wir? Ja, noch ein Bike zum Schrauben. Genau, das ist auch schon fertig. Und was erwarten uns jetzt da? Noch Packages kommen. Mega. Da haben wir jetzt cooles Merchandising. Wow. Und einen Haufen T-Shirts, einen Haufen Aufkleber ins Auto, damit wir die Roststühlen so picken können. Ja. Conway. Und. Das haben wir jetzt gut eingelegt einmal. Wow. Werden wir jetzt alles probieren? XL, es wird passen. Und dann schauen wir mal, wie es ausschaut bei uns, oder? Genau, dann schauen wir uns das an. So, ich passt. Zunehmen darf ich nicht mehr, aber nein. Mir passt. Ja. Tadellos. So, ich habe den Eindruck, wie es in der Wohnung ausschaut, ein bisschen wie die Bomben eingeschlagen hat, aber es ist zusammengeraten. Ja, Mensch, ja. Ja, es ist echt zusammengeraten. Weil wenn es nicht zusammengeraten ist, darf man, glaube ich, gar nicht mehr sehen, was wir haben. Ja, voll aus dem Faktor. In diesem Sinne, bleibt dabei. Und damit die Touren lassen wir gleich. Ja. Schaut es wieder ein. Ciao, derweil. Ciao.